Eigentlich ist es ganz easy. Nach der Bestellung bekommst du das Registrierungsset von der DKMS zu dir nach Hause geschickt, Wangenabstriche machen, eintüten und ab in die Post. So einfach schickst du dein Zellmaterial zur DKMS. Blöderweise kommen über 40% der online angeforderten Sets nicht wieder bei der DKMS an. Was ist da los? Vermutlich werden die Sets einfach verloren, vergessen oder man schafft den letzten Schritt zum Briefkasten nicht. Dabei gibt es über 100.000 Briefkästen in Deutschland. Wenn du also das Set mit deinen Proben im Umschlag zu Hause hast, dann nimm es einfach bei deinem nächsten Gang vor die Tür mit. Zum Fitnessstudio, zur Uni oder wenn du deine letzte Klamottenlieferung wieder zum Paketshop deines Vertrauens bringst. Idealerweise machst du das innerhalb von 2 Wochen nach Durchführung deines Wangenabstrichs. Dann sollte mit deinen Proben noch alles safe sein und die DKMS kann diese dann gut auswerten. Sind die 2 Wochen bei dir schon vorbei? Dann läuft jetzt die Zeit. In der Regel kann die DKMS Sets, die höchstens 6 Wochen benutzt zu Hause lagen, noch auswerten. Dinge wie Feuchtigkeit, Hitze oder direktes Licht können hier aber die Zeit verringern. Daher gilt, schickt die Stäbchen einfach so schnell wie es geht zurück. Du hast den Wangenabstrich noch nicht gemacht? Dann ist auf den Stäbchen ein Mindesthaltbarkeitsdatum aufgedruckt. Aber bitte nicht so viel Zeit lassen, sonst wird das nichts mit dem Leben retten. Wenn du die ersten Schritte schon gemacht hast, dann lass es jetzt nicht an den letzten scheitern. Vielleicht wartet dein genetischer Zwilling gerade jetzt in diesem Moment auf deine lebensrettende Spende. Du willst wissen, was nach der Rücksendung deines Registrierungssets passiert? Infos dazu gibt's in diesem Video, klick einfach hier. Du bist bereits registriert, aber hast seit längerem nichts von der DKMS gehört. Woran das liegen kann, erfährst du hier.